Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Simulator 5, der Dennis spielt das. Einen Zug überprüfen. Ja, und damit heiße ich euch zur Folge 2 willkommen. Hallo, wir beauftragen Sie mit einem Zug, der uns in letzter Zeit ein Dorn im Auge war. Die Mechaniker meinen, die Einheit sei einsatzbereit, aber seien Sie vorsichtig bei Ihrem regulären Zugverkehr. Ja, wir müssen heute hier diese Vectron überprüfen in Flixtrain. Repaint, bitte überprüfen Sie Ihre Lok ein letztes Mal, bevor Sie an Ihre Wagen kuppeln, um sicherzustellen, dass sie betriebsbereit ist. Ja, das wird heute unsere Aufgabe sein. So, wir werden wahrscheinlich hier auf diesem Punkt uns geben müssen. So, überprüfen Sie das Äußere der Lokomotive. Dann werden wir das tun. Das nennt man ja sozusagen die Abfahrtsüberprüfung. Das gibt es ja bei den LKW-Fahrern auch, dass sie eine Abfahrtskontrolle machen müssen. Und genau das werden wir jetzt hier auch tun an dieser Lok. Das ist auch vorbildsgetreu, denn auch die Lokführer müssen natürlich ihren Zug überprüfen, beziehungsweise ihre Lok. Und auch beim Güterzug ist das so, da müssen die einmal rumgehen und ja, die Bremsen kontrollieren. Das macht, glaube ich, sogar der Wagenmeister, der überprüft das alles. Ob das soweit alles stimmt, Bremsprobe muss gemacht werden und all solche Dinge. Und das so ähnlich machen wir das jetzt hier auch, eine Abfahrtskontrolle, um zu überprüfen, ob unsere Lok soweit in Ordnung ist und gefahrlos eingesetzt werden kann. Während dort ein RE durchrauscht. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall dort noch zu dem Punkt hingehen, damit wir hier weiterkommen. Dann müssen wir noch irgendwo einen Punkt da. Setzen Sie sich auf den Lokführersitz, dann tun wir das. Wenn Sie der Meinung sind, dass alles in Ordnung ist, steigen Sie ein, dann tun wir das. So. Das ist übrigens das erste Szenario. Auf der neuen Strecke Frankfurt am Main, Fulda, der Kinzigtalbahn, mit dieser Lok. Also da gibt es ja mehrere Szenarien, die man da zu absolvieren hat. So, stellen Sie den Hauptschlüssel auf ein. Na gut, das, wie wir die aufrüsten, das kennen wir ja mittlerweile. War lange genug gemacht im TSW4. Stellen Sie Zugspitzen auf Fernlichter gedimmt. Okay. Stellen Sie das Führerbremspedal auf Fahrtstellung, das machen wir mal auf Dunkel, das gehört sich einfach so, zack. So, als letzte Vorsichtsmaßnahme bitten wir Sie, die Notbremsen zu testen, denn das ist unser größtes Problem mit der Lokomotive. Gut, dann tun wir das, dann sollen wir wahrscheinlich gleich einmal die Notbremse einstellen. Genau. Auf Notfall. Stellen Sie das Führerbremsventil auf Notfall. Es sieht so aus, als ob alles bereit wäre. Kuppeln Sie an Ihre Wagen und machen Sie sich auf den Weg nach Offenbach. Okay. Aber vorher machen wir noch was ganz was anderes kurz, denn das Thumbnail habe ich noch gar nicht gemacht. Und das möchte ich schon noch eben machen, bevor wir hier weitermachen. Ich muss aber eben hier, das ist doch ein bisschen klarer, das haben wir das Ganze. So. Genau, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Machen wir mal. Wobei eigentlich schöner wäre es, glaube ich, wenn wir gleich an die Wagen stehen. Aber dann können wir das hier nochmal machen. Das ist jetzt auch nicht das große Problem. So. Bremsen sind gelöst. Das heißt, wir können langsam aufschalten und an unsere Wagen ankoppeln. Es reicht schon, zu schnell brauchen wir gar nicht werden. Ein bisschen aufschalten müssen wir schon, damit wir die Leistung nicht verlieren. So. Dann koppeln wir an unsere Flixchain-Wagen an. So, sollte doch jetzt passen. Ach ja, das sieht doch. Wobei.
Ist ja schon noch ein bisschen müssen wir noch ran. Ein bisschen müssen wir schon noch ran. Na komm. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Dann einmal ankoppeln bitte. Herr Wagenmeister. Rangierer, wie auch immer man die nennt, die das eigentlich machen im Vorbild. Na komm, was denn jetzt da? Zack. Stellen Sie den Knopf zur Führerbremsventiltrennung auf getrennt. Das ist der Knopf. Stellen Sie das Führerbremsventil auf Vollbremsung. Das haben wir. Dann sollen wir das, den Richtungsschalter auf neutral stellen. Das machen wir auch. Spitzensignale auf Spitzensignal. Das haben wir. Den Hauptschlüssel auf aus. Ach, komm. Geben Sie sich zum anderen Führerstand. Das macht Sinn, weil jetzt in die andere Richtung fahren. Kommen wir leider nicht durch. Das heißt, wir müssen hier einmal aussteigen, weil wir nicht durch die Maschinen da Raum laufen können. Immer noch nicht. Schade eigentlich, aber lassen wir das. So. Genau. Laufen wir einmal nach vorne. Weil wir können ja mal eben, wenn wir schon mal so gerade so dabei sind, hier ein schickes Foto machen von unserem ganzen Zug. Das sieht doch gut aus. Schön mit dem Sonnenuntergang. Ach, herrlich, oder? Wunderschön. Ach, traumhaft. Wunderschön. Ach, das sieht ja noch viel schöner aus. Ach, geil. Wunderschön. Wunderschön. Sehr schön. So, dann steigen wir hier ein. So. Geschlossen. Sitzen auf unserem Sitz. Dann geht das hier natürlich wieder von vorne los. So. Das ist natürlich auf dunkel. Erhöhen Sie die Leistung. Wie weit haben wir es denn jetzt bis Hanau? Das ist jetzt die Frage. Na komm, wir müssen trotzdem eigentlich die Zugsicherungssysteme einstellen. Das ist eigentlich Fakt, dass wir das machen müssen. AFB. Genau. AFB. AFB. Ihr kommt übrigens bei dieser Lok, bei dieser Vectron über die Quickbar auf die AFB. Also ihr habt das ja jetzt gesehen, wie ich das mache. Sind immerhin 2,9 Kilometer, da müssen wir schon Zugsicherungssysteme einstellen. Das ist schon soweit richtig. So. Das befreien. Aber nach wie vor 40 als Höchstgeschwindigkeit. Beziehungsweise als erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, dann fahren wir hier unseren schicken Flixtrain nach Offenbach. Ach geil, die Funken. Wunderschön. Natürlich drücken wir die SIFA. Unser Zug ist selbstverständlich noch leer. Weil wir den ja gerade so weit praktisch aus der Abstellung bis nach Hanau fahren und da die ersten Fahrgäste dann einsteigen. Deswegen ist naturgemäß der Zug auch leer. Das versteht sich ja von selber. Nach wie vor, ne, Super 60, dann machen wir das. Drücken das Ganze einmal hier, um das zu bestätigen. Das ist nach wie vor der das ist nach wie vor der Fall bei der Vectron, dass man da einmal da auf den Knopf drücken muss, um das Ganze zu bestätigen. Einmal bei der Erhöhung der Geschwindigkeit und einmal bei Herabsetzen der Geschwindigkeit. Das ist nach wie vor definitiv so. Aber wie gesagt. Das hat man ja, wie gesagt, schon bei der
Vectron im TSB 4 alles gelernt. Also das sollte jetzt nicht groß das Problem sein. So, 160. 150 machen wir. Was ist denn jetzt kaputt? Hä, was ist denn? Zugstörung. Um Gottes Willen, ist das, gehört das zum Szenario? Wahrscheinlich. Kein Grund zur Panik. Wir hatten gehofft, dass dies nicht passieren würde. Wir müssen den Zugdienst aussetzen, das Problem mit Mitteln ist beheben und damit dem Zug zurück nach Frankfurt fahren. Ach Gott. Das gehört zum Szenario. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Um Himmels Willen. Okay, wie geht's weiter? Stellen Sie das Führerbremsventil auf Vollbremsung. Gottes Willen, ich habe mich voll erschrocken. Ich dachte, ich wäre zu schnell gewesen, oder was? Ich wollte gerade schön auf 160 aufschalten. Das schmiert er uns weg. So, stellen Sie den Knopf zur Führerbremsventiltrennung auf. Abgeschlossen. Dann sollen wir wieder auf Fahrstellung stellen. Sie haben den Fehler erfolgreich behoben. Wir dachten schon, wir müssen Sie abholen kommen. Schleppen Sie jetzt den Zug zurück nach Frankfurt. Ja, und wie? Frankfurt Süd, Nebengleis 03. Okay, ja. Muss ich hier irgendwas Bestimmtes drücken jetzt? Nein, einfach losfahren wahrscheinlich, ne? Einmal hier auf 0. Und dann... So, was dürfen wir denn jetzt überhaupt fahren? Haben wir Beeinflussung? Nein. Gut, dann kommen wir ja erstmal. Haben wir jetzt. Wie haben wir denn jetzt. So, das ist 150, dann bestätigen wir das. So. Alter Schwede, ich habe mich voll erschrocken, ey. Ich dachte, ich hätte was falsch gemacht, aber. Dann gehörte das zum Spiel, zum Szenario. Auch nicht schlecht, ey. Weil ich dachte erst, das wäre eine Zwangsbremsung. Weil ich vielleicht irgendwie die Beeinflussung nicht beachtet habe oder so, oder dass ich über 45 beziehungsweise, ja, über 45 war. Aber dann gehörte das zum Spiel. Auch nicht schlecht, ey. Das haben sie echt clever gemacht. Mitten in der Beschleunigung sind Fehler reinhauen. Wahnsinn. Zugstörung. Wir haben gleich nochmal eine. Aber das wird ein interessantes Szenario, glaube ich. Eieiei. So, 110. 110. Hallo, ich hab die. Würdest du mal bitte bestätigen? Es gibt's nicht. Jetzt ist die AFB gestellt hier oder was? Ja, war mir klar, weil die AFB hat nicht reagiert. Das ist mir jetzt klar. Jetzt ist alles kaputt hier. So, was dürfen wir jetzt überhaupt fahren hier? 110. Ist jetzt bestätigt? So, von wieder 150. Die beschleunigt ohne Ende. Das gibt's ja gar nicht. Die AFB scheint überhaupt nicht mehr zu die ist gar nicht eingestellt. Deswegen. Die war aus. Deswegen hat die nicht reagiert. Klar, dass sie nicht reagiert. Habe ich aber auch gar nicht mitbekommen, dass sie ausgestellt. Wahrscheinlich bei der Zugstörung hat die sich ausgestellt. Warum sind wir denn dauernd zu schnell? Ich begreife das nicht. Ich verstehe es nicht. Ach, ist schon wieder eine Zugstörung. Ach, das gehört jetzt wieder zum Spiel, oder? Ich blicke hier nicht mehr durch. Wahrscheinlich ist das wieder jetzt
Ja, das gehört schon wieder zum Spiel. Okay. Ich dachte schon wieder, ich hätte etwas falsch gemacht. Vollbremsung. Zack. Wir bleiben bei 110. Ich glaube, das macht Sinn. Wenn wir schneller fahren, dann kriegen wir dauernd irgendwelche Zugstörungen hier. Wieder auf B wieder einstellen. Geht nicht. Können die auf B nicht mal einstellen. Die hat jetzt komplett hinter sich, die kann ich nicht mehr einstellen. Also müssen wir jetzt selber drauf achten. Auf B ist außer Betrieb. Es auch abstellen. AFB ist anscheinend hinüber. Scheint nicht mehr zu funktionieren. Doch jetzt wieder. Geht anscheinend nur, wenn der Leistungshebel auf neutral ist, beziehungsweise auf aus, dass man die dann nur aktivieren kann. Wir brauchen jetzt eigentlich auch nicht mehr großartig zu beschleunigen, wir sind nämlich gleich da. Können wir eh bremsen. So. So, sind wir glaube ich aus dem Gefahrenbereich erstmal raus hier. Ich kann uns erstmal nichts mehr anbrennen. Anbrennen hier, mein Gott. So, dann halten wir hier in Frankfurt am Main Süd, für unseren Zug hier außer Dienst nehmen können, weil er hat massive Störungen, beziehungsweise die Lok auf jeden Fall. Vielen Dank für heute. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Ja, vielen Dank. Das war auch wirklich ein interessantes Szenario mit den plötzlichen Zugstörungen, den Zwangsbremsungen, die da mit einhergingen. Das war schon echt nice, muss ich sagen. So, wie geht's denn jetzt weiter? Ach, das war's schon. Wunderbar. So, wir haben für dieses Szenario Diamant erhalten, Rubin oder wie auch immer. Gefahren sind wir. Schließen Sie Ihr erstes Szenario im Expertenmodus ab. Ja, geil. Gute Verbindung. Dann haben wir das auch geschafft. Das war jetzt eine benötigte Zeit von 17 Minuten 36, also ein schönes Szenario für zwischendurch mit dem Flixzug oder Flixtrain. Gefahren sind wir die BR193 Vectron Flixtrain auf der Strecke Frankfurt-Fulda-Kinzigtalbahn. Ja, und das Szenario nennt sich Überprüfen oder Zug überprüfen, Lok überprüfen. Wie nennt sich das jetzt genau? Einen Zug überprüfen nennt sich das Szenario. Und wir können ja mal auch weitergehen, da kann ich euch das noch ein bisschen mehr. Nächstes Szenario wäre erwartete Verspätungen, auch mit dem Flixtrain. Ich kann euch ja mal ganz kurz die Szenarien zeigen, die es für diese Strecke Frankfurt-Fulda gibt. So, und zwar gehen wir dafür mal auf die Züge. Zughalle, nehmen wir uns die Szenarien vor und gehen dann mal auf Flixtrain. Da gibt es einmal die Hanau-Herzfrequenzsteigerung. Aufgrund von Problemen nördlich von Hanau werden die Züge umgeleitet. Fahren Sie um Ihren Zugverband herum, bevor Sie zurück nach Frankfurt fahren. Das wäre das zweite Szenario. Erwartete Verspätung. Aufgrund des schlechten Wetters zu Beginn des Tages hat sich
der Zugverkehr gestaut. Fahren Sie mit diesem Flixtrain-Zug und reihen Sie sich ein. Das wäre noch ein Szenario mit dem Flixtrain. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Eine DB Vectron ist mit einer Störung liegen geblieben und braucht Ihre Hilfe. Also praktisch ein Schleppszenario. Wir haben jetzt dieses Spiel hier gespielt. Überprüfen Sie diesen Zugverband, bevor Sie ihn für den Zugdienst abgeben. So, dann haben wir hier noch einen mit der roten Lackierung, mit der DB Vectron. Fahren Sie diesen Testzug, bevor der Vectron im Personenverkehr eingesetzt wird. Dann gibt es noch Käsetreff. Erledigen Sie diese Lieferung von Handkäse, bevor Sie mit dem Personenzug zurück nach Hanau fahren. Ja, und dann haben wir hier noch den normalen, die normale Vectron, wie wir sie auch aus TSW-4-Zeiten kennen. Dresden-Umleitung und Schotterbogie, das waren ja, glaube ich, schon, oder das sind die Szenarien aus dem, aus TSW-4. Ihr seht ja, da haben wir ja schon ein paar abgeschlossen. Genau, das war's soweit mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Wäre schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Euer, der Deni. Spielt das. Ciao, Servus. Und Tschüss.